Ja. Ich glaube, was ich vorher noch erzählen wollte, und ich weiß auch gar nicht, was ich eben erzählt habe, da bin ich anscheinend wieder völlig vom Thema abgeschweift. Was ich auf alle Fälle eigentlich mal erzählen wollte, war, dass es ganz seltsam ist. Ich hatte letztes Jahr eben relativ viel Zeit für Minecraft, für YouTube, überhaupt. Und jetzt auf einmal fehlt mir völlig die Zeit. Also es ist echt schwierig für mich, jetzt noch Zeit zu finden, um da YouTube-Videos zu machen. Und es ist eigentlich komisch, denn ich habe ganz normal, also ich habe ja letztes Jahr, ich habe ja jetzt noch keine Arbeitenphase oder so. Und trotzdem, die Hausaufgaben, alles nehme ich wahrscheinlich wegen dem Abitur oder so, sehr viel ernster und mache einfach viel mehr für die Schule. Und das ist irgendwie komisch, denn ich war es halt immer gewohnt, dass ich irgendwie fast nichts für die Schule gemacht habe und jetzt finde ich einfach für nichts mehr Zeit. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch die zwei Bauteams, in denen ich momentan noch bin, verlassen. Einfach aus zeitlichen Gründen, damit ich Zeit eben für meinen YouTube-Kanal habe und für die Schule und für meine eigenen Projekte in Minecraft vielleicht noch. Und klar, private Hobbys, die brauche ich jetzt nicht extra aufzählen, die kommen natürlich auch immer noch dahin hinzu oder dass man im Sommer schwimmen geht oder so. Aber auf alle Fälle, na, jetzt wird wieder Nacht. Moment. Auf alle Fälle, dass ich nicht Zeit verschwende damit, dass ich eben in Teams baue, denn es fällt mir einfach nicht besonders leicht, in Teams zu bauen. Das ist nicht wirklich die Art, wie ich baue. Denn in Teams, man muss ja immer so ein bisschen, man baut natürlich mit dem Team und allein das schon fällt mir einfach schwer. Und das liegt nicht daran, dass ich überhaupt nicht teamfähig bin oder die Meinung anderer nicht akzeptiere oder so. Ich kann es, glaube ich, gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Aber irgendwie, ich habe nicht gerne dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, was ich bauen soll und ob es den anderen Leuten gefällt oder so, sondern ich mag einfach bauen, was mir gefällt. Und in einem Team bist du halt auch immer dieser Kritik ausgesetzt, die dich zwar eigentlich weiterbringt und die meisten Bauer weiterbringt oder so, aber bei mir, ich nehme die immer viel zu persönlich und ich kann es einfach nicht unpersönlich nehmen. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so, ich nehme Kritik immer persönlich. Also nicht, dass ich dann denke, die Person hat was gegen mich, aber mich verletzt jede Art von Kritik und in einem Team gehört es eben dazu. Und deswegen, also verzichte ich darauf. Wobei es natürlich im Berufsleben, es ist nicht so, dass ich überhaupt nicht kritikfähig wäre, wenn man mich jetzt im Berufsleben irgendwie korrigieren würde. Ja, das könntest du besser machen oder das könntest du besser machen. Dann nehme ich eben die Kritik schon entgegen. Aber jetzt bei Minecraft, es ist eben so, ich überlege dann immer, also da muss ich immer den Leiter des Teams fragen, was wollen wir denn jetzt bauen? Weil ich mich nie so wirklich als festes Teammitglied fühle, dass das selbst entscheiden kann. Und dann sagt er halt irgendwas und dann ist es meistens so, dass ich sehr schnell die Motivation verliere und irgendwie sind es auch nicht meine Projekte. Also ich möchte echt eigene Projekte quasi machen, die ich selbst umsetzen kann, bei denen ich mir selbst überlegen kann, was ich bauen will. Also so völlig frei quasi. Und das ist in einem Team einfach nicht möglich, wenn du das Team noch nicht gut kennst. Und diese Kennenlernphase, die dauert mir quasi immer viel zu lang. Das heißt, in Teams war ich noch nie sonderlich aktiv, nie sonderlich produktiv. Also ich glaube, das mit den Teams lasse ich jetzt einfach mal bleiben. Das ist für mich Zeitverschwendung. Das ist einfach, das funktioniert bei mir nicht so richtig. Und ich mache die Teile weg, das sieht nicht gut aus. Na? Überhaupt finde ich, der Turm sieht jetzt noch nicht so toll aus. Das Ganze muss natürlich auch entstehen. Und ich brauche momentan länger, als ich sonst, glaube ich, brauchen würde. Der Turm ist auch deutlich schmäler, als ich das zuvor so erwartet hatte. Mal gucken. Ja, aber er wird doch, glaube ich, recht hoch. Ich habe überlegt, ob ich da die Ränder doch aus einem anderen Baustoff mache. Also ob ich zum Beispiel jetzt hier
Holz einsetze. Das könnte ich eigentlich machen, oder? Und dann am Rand Holz, damit, also Frischholz quasi, Stämme, damit es mehr sich in den Stil ja einpasst. Denn es geht ja schon darum, dass man hier irgendwie so dem Stil so ein bisschen treu bleibt. Und ja. So. Dann kommen die Stämme hier nach außen. Aber es passt halt eigentlich auch nicht zu meinem neuen Stil, dass ich die Stämme so nach außen mache, weil es ist eben hier oben nicht wirklich mittelalterlich mehr, sondern... Oder es ist mittelalterlich, aber eben so gotisch. Das sind jetzt keine kleinen Mittelalterhäuser, die ich hier baue, sondern eben richtige, große, massive Festungen, könnte man sagen. Und die... Da macht es eigentlich wenig Sinn, dass man dann da so Baumstämme für die Hauptwände verwendet, wie in so einem Fachwerkhaus. Das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Da wieder ein bisschen Holz. Ja, was könnte ich noch so erzählen? Ich könnte vielleicht noch ein bisschen aus meinem Urlaub erzählen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Von daher denke ich mal, wäre hier eigentlich eine gute Stelle für einen Cut. Ihr werdet ja sehen, ob ich dann hier cutte. Und wenn ich cutte, dann sage ich jetzt einfach mal bis gleich. Und wenn ich nicht cutte, dann erzähle ich einfach mal weiter. So, denn in meinem Urlaub bin ich viel Bahn gefahren. Und ich wollte darüber ja jetzt mal ein bisschen plaudern. Denn mich hat das echt fasziniert, wie da die Bahnangestellten zum Teil... Ja, was sie zum Teil so erzählt haben. Denn ich war dann in dem Bordbistro und die Bahn ist ja eh schon so ein super, immer super pünktlich und total günstig, wisst ihr ja. Also nicht, natürlich. Und ja, und dann war ich im Bordbistro und hab halt die Preise gesehen und die Preise sind einfach so extrem überteuert. Du zahlst dafür Smarties, ich weiß nicht wie viel, also wenn du nur Smarties haben willst, ja, sowas, was du in jedem Supermarkt kaufen kannst und ohne Witz, das ist keine Begründung, dass man das erst in den Zug schaffen muss, denn das in den Zug zu bringen, das ist ja auch nur quasi, das ist ja keine große Aufgabe, die aufwendig ist oder so. Das geht ja total schnell, das einfach in den Zug zu schmeißen. Und die Smarties kosten trotzdem irgendwie so gefühlt das Zehnfache von dem, was du im Supermarkt bezahlen würdest. Also völlig verhältnislos. Und das sieht eigentlich cool aus. Ich probiere das mal aus. Ah, ja, vielleicht noch ein bisschen um die Spitze, das auf die Spitze zu treiben. Mache ich da noch ein bisschen mehr so. Sonst. So hat das, glaube ich, Stil. Ja, auf alle Fälle habe ich dann mal die Bahn, also ich habe dann mal die Zugführerin gefragt, warum denn die Preise in der Bahn für das Bistro eben so teuer sind. Dann hat sie gesagt, ja, wir sind ein Bistro und kein Imbiss. Dann habe ich gefragt, was der Unterschied zwischen einem Bistro und einem Imbiss ist. Und dann hat sie gesagt, naja, so ein Imbiss, der macht halt die, kann halt, hat ganz andere Möglichkeiten, die Sachen zuzubereiten. Der macht zum Beispiel die Würstchen knackig und wir nicht. Und das heißt, letztlich ist die Begründung, dass das Bahnbistro so verdammt teuer ist, dass die Würstchen scheiße schmecken. Das hat sie quasi so gesagt und ich sag mal, es entspricht ja auch der Wahrheit. Aber es ist echt... So ist die Deutsche Bahn. Also, ich finde sie viel zu überteuert und... Ich hatte glücklicherweise so ein Deutschland-Ticket, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Damit könnt ihr einen Monat lang für einen bestimmten Preis eben, also in dem Fall jetzt für Jugendliche so 100 Euro, kann man einen Monat lang durch Deutschland fahren mit allen Zügen, also auch ICE und so. Und es ist eben richtig praktisch. Ich meine, allein mit dem ICE zur Gamescom zu fahren, hätte dann schon fast so viel gekostet wie das Ticket selbst. Und ja, das habe ich mir eben gespart. Dann bin ich zur Gamescom, dann war ich in München, ich war in Berlin, ich war in Hamburg,
Ich war in Köln zweimal sogar, also einmal zu Gamescom und einmal um meine Tante zu besuchen. Und ja, also das heißt, man kann echt mit dem Deutschlandticket kann man echt brutal viel rumfahren für einen viel günstigeren Preis. Also ich bin mir sicher, zu Normalbahnpreisen für mein Alter hätte ich da locker 500 Euro oder mehr gezahlt, nur um da ein bisschen durch Deutschland mit der Deutschen Bahn zu fahren. Das muss man sich ja auch mal überlegen, mit dem Auto wäre das bestimmt günstiger gewesen. Und dann möchte man hier in Deutschland ökonomisch, also ökologischer leben. Aber dann gibt es sowas wie die Deutsche Bahn, die die Preise so überteuert macht und gestaltet, dass quasi eigentlich niemand wirklich Bahn fahren will. Das ist halt, das macht einfach keinen Sinn. Die einzigen Leute, die Bahn fahren, sind Pendler, die von ihrem, die von ihrer Firma eine Bahncard 100 bezahlt bekommen. Von ihrem Pendler, die von ihrem Arbeitgeber, habe ich das so gesagt? Also so wollte ich es zumindest sagen. Also ja, Leute, die eben ihre Bahncard 100 irgendwie bezahlt bekommen oder so, die fahren dann viel Bahn. Aber ansonsten, normale Leute, wenn die pendeln wollten, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Karlsruhe leben würde und irgendwie die Uni ist in Mannheim oder so. Wenn ich dann nicht mit einem Regionalzug pendeln wollte oder nicht mit dem Auto, dann müsste ich wahnsinnig viel Geld bezahlen. Und an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein dämlicher Regionalzug mehr Geld kostet als ein ICE. Also weniger, meine ich. Was rede ich denn hier schon wieder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man für so einen Regionalzug, dass es der Bahn quasi mehr Geld kostet, einen ICE zu betreiben, als so einen Regionalzug. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich, dass diese langsamen Züge nicht gerade besonders effizient sind, und auf lange Sicht müsste doch der ICE, der müsste nur minimal teurer sein eigentlich als so ein Regionalzug. Also vielleicht, oder sagen wir mal das Doppelte oder so, selbst das wäre noch viel günstiger als die momentanen Bahnpreise. Und ich verstehe einfach nicht, warum die Regionalzüge so viel günstiger sind als die Regionalbahnpreise. Und naja, auf alle Fälle, dieses Deutschlandticket, das lohnt sich wirklich, kann ich jedem empfehlen. Besonders wenn ihr eben ein bisschen mehr durch Deutschland fahren wollt. Ich war dann ziemlich selbstständig dadurch, weil ich eben niemanden brauchte, der mich irgendwie rumkutschiert, sondern da war dann eben auch noch City zum Teil drin, also dass ich eben mit den dort angesiedelten, was weiß ich, Straßenbahngesellschaften auch fahren konnte. Und das ist dann eben schon extrem praktisch, du bist wahnsinnig mobil, du kannst dir dann überlegen, ach, heute habe ich mal Lust irgendwie wegzufahren, meine Eltern sind eh nicht da, fährst du mal nach Hamburg, dann musst du eben ein bisschen früher los, was weiß ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Mannheim wohne, dann müsste ich da vielleicht um 8 Uhr los, dann wäre ich da nachmittags da, dann könnte ich den Tag in Hamburg verbringen und abends wieder zurückfahren, wäre dann vielleicht so um 0 Uhr zurück. Aber es wäre halt schon chillig, denn dann kannst du dir halt die Stadt so ein bisschen angucken oder eventuell und dann kaufst du dir vielleicht noch so einen, nee, die muss man nicht immer kaufen. Also man kann im Internet einfach so eine Online-Reservierung fürs Miniatur Wunderland machen. Das ist so eine Art kleine, das ist eine ziemlich große Anlage für so Modelleisenbahn und die ist wahnsinnig detailliert gemacht. Und ja, die könnte man dann einfach benutzen. Boah, ich rede schon wieder so eine Scheiße. Nein, man könnte einfach da reingehen mit so einer Reservierung, das würde dann auch nicht so lange dauern und so weiter. Oder eventuell kennt man da vielleicht sogar jemanden in Hamburg, dann übernachtet man dort eben sogar noch. Dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit und dann kann man eben wahnsinnig schnell rumfahren. Man kann dann von Hamburg vielleicht noch einen Tag dorthin, nach, was weiß ich, Berlin oder so. Und das ist eben ziemlich, also ich fand das cool, dass man dann eben ziemlich schnell seinen Aufenthaltsort wechseln konnte und dann irgendwo hinfahren, worauf man halt gerade Bock hatte und so.